Mittelohrentzündung, Otitis media. Zunächst ein paar allgemeine Worte zur Mittelohrentzündung. Es ist eine der häufigsten Erkrankungen im Kindesalter. Etwa 5 und in der Behandlung der Sinusitis. Wir haben natürlich verschiedenste Mittel zur Auswahl. Das finde ich auch immer sehr schön in der Homöopathie. Medizin hat oft wenig Arzneien oder wenig Medikamente, die man geben kann. Ja. In der Homöopathie habe ich einen Schatz von Arzneien, die bei Nebenhöhlenentzündungen oder bei Entzündungen aller Art helfen können. Und jetzt wiederholt sich natürlich ein bisschen, die Mittel haben wir schon zum Teil besprochen, die jetzt kommen. In der Homöopathie werden die Mittel nicht eingesetzt nach der Indikation, sondern eher nach den Symptomen. Ja? Und natürlich können Symptome ja ähnlich sein, wie zum Beispiel bei der Mittelohrentzündung, und deswegen sind auch dann die Mittel ähnlich. Also gehen wir wieder mit Belladonna. Eher auch eine gute Wiederholung. Es geht hier um akute Entzündungen, Kieferhöhle, Stirnhöhle. Es beginnt plötzlich, die Beschwerden sind rechtzeitig. Ursache bei Belladonna sind Verkühlungen oder auch Haare schneiden. Sehr interessant. Das ist eine Rubrik, die von Per Schmidt stammt. Das war ein sehr bekannter Homöopath. Und kann man sich jetzt kaum schon vorstellen, warum bekommt jemand durch Haare schneiden eine Nebenhöhlenentzündung. Aber ja, wir wissen, dass Haare schneiden für Belladonna-Patienten ein Problem sein kann. Es ist in der Rubrik sogar vielwertig drinnen. Ja, wie sind die Schmerzen bei Belladonna? Klopfend, pulsierend, starke Kopfschmerzen sind dabei, hohes Fieber, heißer Kopf, kalte Extremitäten, viel Durst oder wenig Durst, gibt beides bei Belladonna. Dann haben wir, das Gesicht ist rot, voller Blut, also diese Kongestion, dieser Blutstau, die Pupillen weit, die Halsschlagadern können klopfen, alle Sinne sind überempfindlich, Erschütterung tut nicht gut, Bücken nach vorne ist schlecht, Zugluft ist schlecht und wie wir schon gehört haben heute, Ruhe und warmes Einhüllen verbessert. Hier wieder ein paar Rubriken, Beschwerden der Nebenhöhlen, das heißt die Rubrik Sinuses Complaints oft, bei der Nase findet man das und hier auch Beschwerden von der Stirnhöhle. Oder auch der Katarrh, der zu den Nebenhöhlen geht. Katarrh, der zur Stirnhöhle geht, ist ein Belladonna-Symptom. Und dann Schnupfen, Coryza, ist der Schnupfen, Coryza, eben durch Verkühlung, durch Haare schneiden. Diese Per-Schmidt-Rubrik, die ich erwähnt habe. Dann Schnupfen mit Augenproblemen und Hitze in der Nase, ja. Belladonna-Symptom und das Sekret kann sein schleimig oder blutig. Cinnabaris, das ist ein Mittel, das man vielleicht nicht so ohne weiteres kennt, ein Mittel für akute